Abend. Ich darf Sie kurz begrüßen, bevor Rainer Herrn und Magdalena Pult die Bühne übernehmen. Mein Name ist Mirjam Sadov, ich bin Direktorin des NS-Dokumentationszentrums und begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu dem Abend. Zuerst brannten die Bücher, die Bibliothek des Instituts für Sexualwissenschaft im Fokus der Bücherverbrennungen 1933. Ich freue mich sehr, dass Tanja Graf da ist vom Literaturhaus. Die Veranstaltung heute ist Teil unserer gemeinsamen Reihe mit dem Titel Unsere Zeit verstehen. Und es ist eine Reihe, die wir jetzt schon seit mehreren Jahren machen. Und wir sind sehr glücklich über sie, weil immer ganz spannende Themen und ganz spannende Leute entweder hier am Max-Mannheimer Platz oder im Literaturhaus vorgestellt werden. Ich habe gerade schon erwähnt im Gespräch, es ist ganz spannend zu sehen, wie viel Aufmerksamkeit die Bücherverbrennungen jetzt zu diesem 90. Jahrestag nochmal bekommen haben, auch weil das Thema in vielerlei Hinsicht so aktuell ist. Gerade gestern hat mir eine Freundin aus New York ein Foto geschickt von einem Foto aus einer Buchhandlung. Da gab es einen Büchertisch mit dem Titel Banned Books, die dann extra nochmal gehighlightet und zu kaufen sind. Es ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es gibt hier auch spannende Parallelen und Kontinuitäten. Es ist jetzt eben genau 90 Jahre her, dass die Nationalsozialisten hier am Königsplatz am 10. Mai mit der deutschen Studentenschaft und angeblich, also ja mehreren 10.000 ZuschauerInnen, Bücher verbrannt haben. Es waren Bücher von all den Menschen, die die Vielheit der Weimarer Republik verkörpert haben. Da waren Feministinnen dabei, SexualwissenschaftlerInnen, da waren AnarchistInnen dabei, KommunistInnen, viele Jüdinnen und Juden, viele RegimegegnerInnen, aber auch einfach VertreterInnen moderner Kunst und unterschiedlicher Ideen, die den Nazis nicht gepasst haben. Bereits 4 Tage zuvor, am 6. Mai, gab es die ersten Verbrennungen durch die Hitlerjugend hier. Und am selben Tag, also vor in Berlin was anderes passiert war, am 6. Mai zerstörten die Nazis das Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld und auch seine Bibliothek. Das ist ein Umstand, der mir so nicht bekannt war. Und ich verdanke das dem Buch von Rainer Herrn. Also man hätte es wissen können, ich habe es nicht gewusst, dass wir darüber erfahren und darüber wissen. Bei uns passt es natürlich jetzt dieses Jahr unglaublich gut in den Kontext unserer Ausstellung Queer Lives to be Seen, die jetzt noch knapp zwei Wochen lang zu sehen ist und in der natürlich Magnus Hirschfeld eine ganz große Rolle spielt. Magnus Hirschfeld hat 1919 das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin gegründet. Ein Institut, das sich einerseits der Erforschung aller möglichen Themen rund um sexuelle Orientierung widmete, das aber auch von Anfang an ein Safe Space war, ein Ort, wo sich LGBTIQ getroffen, sicher gefühlt, aber auch sozusagen sozial auf einer, also auch Partys gefeiert haben. Und das war natürlich ein Ort, der den Nazis ein Dorn im Auge war. Auch die Ärzte und also vor allem, es waren vor allem männliche Ärzte, von denen auch die meisten Juden waren. Das kam noch dazu. Und natürlich die ganze Idee, die dahinter steckt, also die Infragestellung von binären Geschlechterzuweisungen und Geschlechterrollen, das war etwas, was für die nationalsozialistische Welt, für das nationalsozialistische Weltbild unglaublich bedrohlich wirkte. Magnus Hirschfeld selbst war nicht in Berlin zu dieser Zeit. Er war 1931 auf einer Weltreise gewesen. Ich hatte heute das Vergnügen, am Königsplatz aus seiner Weltreise eines Sexualforschers zu lesen. Ein sehr zu empfehlendes Buch. Er war dann eben im Exil, als sein Institut zerstört wurde. Er ist niemals zurückgekehrt. Er hat die Sexualwissenschaft mit sich ins Exil genommen. Und sie hat dann eben in den USA, vor allem in den USA, aber auch in England Fortsetzungen gefunden. Und wir wissen ja, dass es in Deutschland sehr lange gedauert hat, bis sich ähnliche Themen überhaupt wieder etabliert haben und überhaupt eine Aufarbeitung der Geschichte, nicht nur der Verfolgung, sondern auch der Sichtbarkeit, der Vielfalt der Weimarer Republik beginnen konnte.
Wir möchten jetzt diesen 90. Jahrestag zum Anlass nehmen, um über das Institut zu sprechen, um über seine Errungenschaften zu sprechen, dass es ein Ort war, eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle für Menschen aus der ganzen Welt, aus allen gesellschaftlichen Schichten mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Und es war, wie der sozialdemokratische Vorwärts 1924 schrieb, in seiner Art in der ganzen Welt eine einzigartige Erscheinung. Ich freue mich sehr, dass wir Magdalena Pulz, Journalistin, gewinnen konnten, den heutigen Abend zu moderieren und im Gespräch mit Rainer Herrn sein Buch vorzustellen. Und wir sind dem Medizinhistoriker Rainer Herrn natürlich sehr, sehr dankbar, dass er da ist. Er hat uns bei unserer Ausstellung unglaublich unterstützt, hat ganz, ganz wichtigen Input uns bereitwillig zur Verfügung gestellt und beraten. Und er hat dieses wunderbare Buch, wenn Sie es noch nicht kennen, ich empfehle es Ihnen sehr, geschrieben, das im Surkamp Verlag erschienen ist, Der Liebe und dem Leid, das Institut für Sexualwissenschaft 1919 bis 1933. Wenn man es mal in der Hand hat, kann man es tatsächlich nicht weglegen. Es ist extrem spannend. Und ich freue mich jetzt, dass er da ist und gemeinsam mit Magdalena Pulz dieses komplexe, spannende und lange Zeit zu vergessene Thema heute hier diskutieren wird. So, the floor is yours. Ich habe schon viel zu lang gesprochen. Und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank auch meinen Kolleginnen Jonas Peter und Angela Herrmann für die Vorbereitung und dem Literaturhaus für die tolle Kooperation. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz spannenden Abend. Danke. Ja, hallo. Schön, dass doch so viele Leute gekommen sind an diesem verregneten Mittwoch, sich rausgetraut haben, zu uns gekommen sind. Genau, ich bin die Magdalena Pulz und neben mir sitzt Herr Rainer Herrn, Medizinhistoriker, der momentan am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin in der Charité Berlin forscht, wo es ganz viel um die Geschichte der Psychiatrien geht. Aber seit 30 Jahren beschäftigt er sich noch mit einem anderen Institut als Psychiatrien und das ist eben das Institut für Sexualwissenschaft und diese Forschung durfte er jetzt auch im Sommer mit der Veröffentlichung eines Buches krönen, um das es hier heute schon gegangen ist, Der Liebe und dem Leid. Ich heb mal meine Version, die schon ein bisschen zerlesen ist, hoch. Ich kann das nur empfehlen, es ist äußerst penibel recherchiert und gleichzeitig sehr gut zu lesen. Ihr werdet das später auch draußen erwerben können, sage ich mal so. Aber wir werden auch ein paar der Punkte des Buches hier heute schon besprechen. Und genau, und deswegen, ja. Der Anlass für unser Treffen heute hier ist ein eher ernster, die Bücherverbrennung von 90 Jahren. Und Miriam Zadoff hat ja gerade schon kurz erzählt, von der Aktion der deutschen Studentenschaft, die heute vor 90 Jahren ihren Höhepunkt erreicht hat und die ich oft eher so als ein literarisches Ereignis im Kopf hatte, im Sinne von, man hat Namen wie Erich Kästner im Kopf, man hat Namen wie Stefan Zweig, Vicky Baum und so weiter im Kopf. Und als ich dann erfahren habe, dass eben auch Bücher, wissenschaftliche Bücher und wissenschaftliche Sammlungen verbrannt worden sind, vor allem aus dem Institut für Sexualwissenschaft, war ich doch erstaunt. Und noch erstaunter war, als ich dann von Herrn Herrn gehört habe, dass das Institut für Sexualwissenschaft nicht nur eine Randerscheinung der Bücherverbrennung am 10. Mai war, sondern sogar eine richtige Sonderposition hatte. Vielleicht können Sie dazu was erzählen, warum die so zentral war. Ja, das ist gleich die Steilvorlage. Guten Abend und ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Danke auch für die Einladung ans Literaturhaus, ans Dokumentationszentrum. Das ist großartig. Ich habe das Glück gehabt, zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung, das war 2008, eine große Ausstellung zu machen in Berlin im Medizinhistorischen Museum. Die hatte den Titel Sex brennt. Und da ging es genau um die 75 Jahre Bücherverbrennung. Und ich habe mich 2 Jahre auf den Weg gemacht und habe nur recherchiert über die Rolle dieses Instituts. Denn das, was eigentlich überliefert ist, was Sie gesagt haben, Frau Pulz, ist ganz bezeichnend.
was in Erinnerung geblieben ist, ist ein kleines Zitat, ein kleiner Auftritt von Erich Kästner, den Sie vielleicht auch kennen, der sich daran erinnert, der nämlich zugegen war bei der Bücherverbrennung und gesehen hat, wie diese Hirschfeld-Büste über den Köpfen der Studierenden getragen wurde. Und das war für mich der Anlass zu sagen, na gut, das ist so ein Stück eine Marginalie gewesen. Das ist halt auch mit passiert. Und das war der Ausgangspunkt für mich für eine große Recherche. Die Recherche nach der Aktion wider den undeutschen Geist. Und das ist die Aktion, die in deren Rahmen eigentlich die Bücherverbrennung sozusagen den Kulminationspunkt, das i-Tüpfelchen darstellt. Und das hatten sich die Studierenden, Karl Leisteritz ist der Leiter der Studentenschaft gewesen, sozusagen in der, hatten sich überlegt, um sich den neuen Machthabern anzudienen. Und die hatten das wie eine Kaskade von Ereignissen geplant. Und das sollte zunächst damit beginnen, dass diese Thesen wider den undeutschen Geist richtig an die Universitätstüren genagelt werden. Also wie Luther sozusagen die Thesen an die Kirche von Wittenberg nagelte, so wollten sie in diesem Gestus der Pseudomoderne, muss man sagen, wollten sie wiederholen und wollten sagen, die nationalsozialistische Revolution sozusagen deutlich machen. Dagegen haben sich einige Rektoren, so auch der Berliner Rektor Kohlrausch, gewandt. Der Kultusminister Rust hat dann sozusagen den Studenten dann doch stattgegeben. Diese Thesen durften angenagelt werden. Und das passierte nicht nur in Berlin, sondern reichsweit. Das war sozusagen eine reichsweite Aktion, diese Aktion wider den undeutschen Geist. Aber sie war eben von Beginn an auch mit so kleinen, ich sag mal, mit Fehlschlägen verbunden, dass sich eben Einzelne dagegen gewandt haben, dass das zu martialisch ist. Die zweite Aktion war, die geplant gewesen ist, die Schandpfahlaktion. Dass nämlich die Bücher an Schandpfähle genagelt werden, nämlich von jüdischen oder kommunistischen Autoren. Auch dagegen gab es Widerstand. Und nun waren die Studierenden etwas in der Bredouille. Eigentlich gab es viel zu viel Gegenwind, weil sie sich ja nun diesen neuen Machthabern andienen wollten. Und da kam ihm die Plünderung des Hirschfeld-Institutes ganz zu Pass. Und ich hatte dann nochmal im Rückgriff die nationalsozialistischen und nicht nur die nationalsozialistischen Zeitungen der 20er Jahre durchgeschaut. Sie wissen vielleicht, der Völkische Beobachter erscheint seit 28, Goebbels der Angriff seit 27 und Julius Streicher der Stürmer erscheint auch Ende der 20er Jahre. Und in all drei diesen Zeitschriften wird Hirschfeld sozusagen systematisch attackiert und als ein Feindbild aufgebaut. Und genau darauf konnten die Studierenden zurückgreifen. Im Übrigen, da kommen wir vielleicht im Laufe des Abends noch darauf zu sprechen, Hirschfeld hat die Gesellschaft der Weimarer Zeit sehr polarisiert. Aber das vielleicht später. Jedenfalls darauf konnten die Studierenden zurückgreifen. Und jetzt hatten sie, sagen, einen großen Rückenwind. Jetzt hatten sie ein Ereignis, die Plünderung dieses schrecklichen Instituts, was sozusagen die Entsittlichung des deutschen Volkes oder was der Entsittlichung des deutschen Volkes Vorschub leistet. Sozusagen die Unterwanderung der deutschen Moral. Das war sozusagen der große Vorwurf, der da sukzessive aufgebaut wurde, auf den die Studierenden zurückgreifen konnten. Und jetzt war das eigentlich ein Selbstläufer. Und das muss man sich vorstellen. Es wurden ja hunderte von Leihbüchereien in Berlin geplündert. Also sagen, dort wurden die Bücher konfisziert. Und nur eine einzige Bibliothek wird genannt, und das ist die Bibliothek des Instituts. Und dazu wurden Fotos in der Presse verteilt und Presseberichte, was dort alles für Schund und Schmutz gefunden wurde. Also das war sozusagen eine so perfekt und perfide konstruierte Aktion, wo Hirschfeld sozusagen das Ganze orchestriert hat. Und es gab viele andere Schritte, dann weitere Schritte. Sie wissen, dass diese Bücher, auch darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen, dann gar nicht in Toto verbrannt wurden. Da wurden aussortiert, die wurden auktioniert. Egal, darum soll es nicht gehen. Sie wurden dann sozusagen zwischengelagert, aber als sie dann in Berlin zum Opernplatz gebracht wurden, prangte das Hirschfeld-Porträt auf den Lastwagen, mit dem die Bücher angefahren wurden. Hirschfelds Büste war über den Köpfen der Studierenden. Sie wurde getragen und wurde dann in die Flammen geworfen. Und vorher wurde sie neben dem Rednerpult von Goebbels aufgestellt. Also das ist sozusagen, er ist sozusagen eine zentrale Begleitfigur dieser gesamten Bücherverbrennung. Und mich hat es unglaublich frappiert. Wie kann es bei so einer zentralen Funktion eigentlich sein, dass in der Erinnerungskultur davon nichts übrig bleibt?
Und das hat zweifelsfrei mit dem Gegenstand zu tun, mit dem sich Hirschfeld befasst hat und der sozusagen sein Lebenswerk bestimmt hat. Und das war in dem Falle auch die Entkriminalisierung der Homosexualität. Und gerade die anderen Opfergruppen, die Kommunisten, die Juden, wollten auch mit dieser Opfergruppe überhaupt nichts zu tun haben. Und das war sozusagen nochmal eine Hierarchisierung auch der Opfergruppen, bei der Hirschfeld, mit dem war sozusagen kein Staat zu machen in den 50er, 60er und 70er Jahren, wo die Erinnerungskultur an die Bücherverbrennung einsetzte. Da war Thomas Mann, da war Erich Maria Remarque, da waren andere Autoren viel, viel wichtiger und sozusagen die sozusagen für die geistige Elite der Weimarer Zeit standen. Während Hirschfeld sozusagen eher ein, ich sag's mal sehr salopp, ein Schmuddel-Image hatte. Vielleicht nochmal zu der Plünderung, die Sie gerade so nebenher erwähnt haben, weil das war ja doch eigentlich etwas eher Besonderes, dass das Institut für Sexualwissenschaften faktisch zerstört worden ist. Also das Institut stand in Berlin, das war ein großes Gebäude mit 150 Räumen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Da war die Sammlung, die wissenschaftliche Sammlung war da, also da waren dann zum Beispiel viele Aktporträts, Briefe, Fetischgegenstände und sowas. Die haben einfach mal alles gesammelt und dann ist die deutsche Studentenschaft eben am 6. Mai angerückt und hat das gesamte Institut gewissermaßen auseinandergenommen. Und das war schon selten, weil die anderen Bibliotheken, da war das eher so ein organisatorischer Aufwand. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Dort wurden, also in den Leihbüchereien, wurden die Bücher direkt übergeben von den Bibliothekaren. Es sollte geben, sogenannte schwarze Listen. Sie kennen das vielleicht, die wurden dann auch in den großen Bibliotheken, auch hier in München sicherlich, wurden die Bücher in den großen Leihbüchereien und öffentlichen Büchereien, wurden sie sagen, gänsefüßig selektiert, dieses furchtbare Wort. Und da gibt es auch, ich kenne das in Berlin, in der Staatsbibliothek, ist dort in manchen Büchern ein Stempel segregiert. Die wurden dann zurückgeführt in den 70er Jahren in die Bestände, aber sie haben immer noch dieses Stigma sozusagen aussortiert worden zu sein, dass sie nicht gelesen werden durften in dieser Zeit. Es gab zwei Plünderungen im Institut. Es gab eine Plünderung, sagen, die am Vormittag stattfand und die war, sagen, das war die orchestrierte Plünderung. Da gab es sogar, das müssen Sie sich vorstellen, eine Blaskapelle von Studierenden. Und die haben sich in Reih und Glied vor dem Institut aufgestellt. Und davon gibt es Bilder. Also sie wollten sozusagen nochmal imaginieren, wie ordentlich die Bücherverbrennung stattgefunden hat und was für ein Fest es ist, bei diesem Gänsefüßchen Augiasstall Hirschfeld auszumisten. Also das ging, sagen, die offizielle mediale Inszenierung. Am Nachmittag gab es eine zweite. Wir haben erstmal entdeckt, sozusagen, wie vielfältig die Bestände sind im Institut. Am Nachmittag gab es eine zweite Plünderung. Und dort sind die Studierenden der Tierärztlichen Hochschule und der Hochschule für Leibesübung vorgefahren und haben nochmal zwei Lastautos mit den Beständen. Und da sind sowohl Bücher als auch Archivalien als auch Frau Puls hat darauf hingewiesen, das Institut hatte eine große Sammlung. Sie haben sexuelle Alltagsgegenstände, aber auch höchst wertvolle ethnologische Preziosen, die Hirschfeld unter anderem von der Weltreise geschickt hat, ein Lignum und Ioni. Er hat aus Japan kostbare Jadefalli geschickt. Er hat aus Indien Objekte geschickt. Er hat aus Neuguinea eine Tür eines Männerhauses geschickt. Also sind sehr, sehr heute jedes ethnologische Museum zierende Gegenstände, die dort auch aufbewahrt wurden und die öffentlich ausgestellt wurden. Und für diesen Bereich, auch das sei vielleicht schon vorweggenommen, war das Institut ein Must-Go. Man ginge im Institut auch mit so einer leichten Neugier. Sie haben oben in der Ausstellung witzigerweise ein Foto, wo eine Gruppe von Menschen vor der sogenannten Zwischenstufenwand steht. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, was das ist. Und dieses Foto haben wir, ich hatte das große Glück, 2003 eine Mitarbeiterin von Hirschfeld kennenzulernen, die noch lebte, Adelheid Schulz. Adelheid Schulz ist übrigens die einzige Frau, die während der Bücherplünderung im Institut gewesen ist und tatsächlich, ich habe ein
Wir haben eine lange Tonbandaufnahme, lange Interviews mit ihr, mehrere Stunden, wo sie uns diesen gesamten Vorgang beschreibt. Und Adelheid Schulz haben wir dieses Foto gezeigt. Und da fängt sie an zu lachen und sagt, das sind überhaupt keine Besucher, die Sie da sehen, das sind alle Mitarbeiter. Denn die Leute, die ins Institut gekommen sind und die Sammlung sehen wollten, die hätten sich niemals für ein öffentliches Foto zur Verfügung gestellt. Und dann fing sie an, in die Rückenansichten zu deuten. Das bin ich, das ist der Herr Röser, das ist der Herr Shapiro und es war großartig. Also das wirft nochmal einen Blick auch auf dieses Institut, das zum einen sozusagen eine große Faszination ausübt, aber zu anderen auch sozusagen eine mit Charme und Neugier verbunden ist. Denn Sexualität in den 20er Jahren ist mit anderen Tabus behaftet gewesen, mit Ängsten, mit Scheu, darüber öffentlich zu sprechen. Auch darüber können wir nachher noch gerne reden, als das heute der Fall ist. Und dieses Bild ist sozusagen nochmal ein Zeichen dafür, wie mit Sexualität umgegangen wurde. Das Institut für Sexualwissenschaft hat also so ein bisschen ans Licht gebracht erstmal, was so lange versteckt war, alles was mit Sex zu tun hatte, alles was so ein bisschen unsittlich war, würde man sagen, Sie zitieren in Ihrem Buch den Berliner Botschafter, der das Institut eine Brutstätte für Schmutz und Sudelei nennt, also wirklich das Feindbild quasi. Und gleich kurz darauf wird alles zerstört, nachdem es ans Licht gekommen ist. Zwei Lastwagen voller Bücher und Gegenstände sollen abgeholt worden sein aus dem Institut. Ist dann wirklich alles verloren, was dort war? Also sind die Dinge nur noch in Fotografien zu sehen oder gibt es Bücher, die doch überlebt haben und vielleicht doch nochmal rausgefischt worden sind? Ja, also mit dem, was da als Schmutz und Sudelei bezeichnet wurde, das würde uns heute ein müdes Lächeln abgewinnen. Also es gab tatsächlich von verschiedenen Patienten Sammlungen, die dem Institut übereignet wurden, die sexuelle Fantasien abgebildet haben. Und diese Sammlungen wurden in Mappen in einem abgeschlossenen Raum aufbewahrt. Also denn die Weimarer Zeit ist auch eine Zeit, wir imaginieren sie ja immer als die Zeit der großen Freizügigkeit, wo alles, scheinbar alles möglich gewesen sein soll. Mitnichten ist das der Fall. Das sind sozusagen Abbildungen, die unter Pornografieverdacht standen, die auf keinen Fall auch im Institut nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren. Also wenn Sie daran denken, beispielsweise nur um eine Hausnummer zu nennen, das schwangerschaftsverhütende Mittel, die Werbung war strengstens verboten. Das waren Mittel zum unzüchtigen Gebrauch. Es war nicht möglich, wie wir das heute machen, einen sagen, gemischtgeschlechtlichen Vortrag über Möglichkeiten der Verhütung zu sprechen. Das ist sozusagen ein großes Problem gewesen. Und das soll nochmal die Grenzen zeigen. Ein zweites Beispiel, weil München da auch eine Rolle spielt. 1919 wird ein Film, der erste homosexuelle Aufklärungsfilm gedreht. Und der Film hat kurz vor der Institutseröffnung Premiere in Berlin. Und vielleicht wissen Sie, dass 1918 mit Kriegsende auch die Zensur, die Filmzensur abgeschafft wurde. Und Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Film hat den Titel Anders als die anderen. Oben sehen Sie auch einen kleinen Ausschnitt mit Reinhold Schünzel und Konrad Veit in den Hauptrollen, dass dieser Film zur Wiedereinführung der Filmzensur 1921 führt. Und das hat nicht damit zu tun, dass dort irgendwelche Sexszenen zu sehen sind. Sie sehen kein Fetzel nackte Haut. Sie sehen auch keinen Kuss. Sie sehen auch keine Zärtlichkeit zwischen den Männern. Nur der Umstand, dass Sexualität positiv konnotiert wird, also nicht in diesen pejorativen, abwertenden Krankheitskategorien, in denen es sozusagen möglich gewesen ist, das medizinisch zu bearbeiten. Nur weil das nicht der Fall gewesen ist und Homosexualität hier als eine Lebensform, und zwar als eine lebbare Lebensform gezeigt wird, das war der Grund für die Filmzensur. Und da spielt Emil Kräbelin, der hier ja Psychiater am Hause gewesen ist, also hier in München gewesen ist, auch unser Karl Bonhoeffer, der an der Charité Ordinarius für Psychiatrie gewesen ist, sagen, dessen Krankenaktenbestand ich verwalte, die haben also schärfstens dagegen polemisiert, dass dieser Film auf keinen Fall gezeigt wird. Er dient nämlich etwas, und das war die homosexuelle Propaganda. Und das war sozusagen ein geflügeltes Wort in dieser Zeit, dass
alle Medien, die Homosexualität sozusagen in einer nicht abwertenden Form gezeigt haben, homosexuelle Propaganda sozusagen verbreiten würden und das sei sozusagen ein Mittel, die Volksvermehrung zu reduzieren. Sie müssen sich vorstellen, nach dem Ersten Weltkrieg, Sie wissen, ungefähr zwei Millionen junge oder meist junge deutsche Männer sind im Krieg, ich spreche jetzt nur erstmal von Deutschland, gefallen, also haben ihr Leben gelassen. Und wer ist übrig geblieben? In der Diktion von damals Menschen, also insbesondere junge, alte Männer und Männer, die ausgemustert gewesen sind oder die sogenannten Drückeberger. Und nun meinte man damals bevölkerungspolitisch, wir müssen, um mit dem deutschen Staat wieder Staat machen zu können, das heißt, ein hohes Bruttosozialprodukt erwirtschaften zu können, müssen wir die Volksvermehrung ankurbeln. Und dort ist Homosexualität nun gerade kontraindiziert, weil sich Homosexuelle ja nicht fortpflanzen. Und das war sozusagen gerade von Emil Kräbelin, der einem Verein der Volksvermehrung vorgesessen hat, war für Emil Kräbelin sozusagen ein ganz wichtiges Argument, gegen Homosexualität zu argumentieren. Aber ich fokussiere jetzt sehr auf Homosexualität. Das Institut ist sehr, sehr, sehr viel mehr gewesen. Die gesamte sexuelle Diversität zum einen, aber auch das breite Berliner Publikum hat dort sozusagen nicht nur Rat und Therapie, sondern auch Zuflucht gesucht und gefunden. Aber vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Also genauso die Frau, eben, die sich sexuell aufklären wollte, wie die Arbeiterin, die ihren Rat suchte, wenn sie die Schwangerschaft abbrechen wollte, was ja aufgrund der mangelnden sozialen Indikation bei dem Paragraph 218 nicht möglich gewesen ist. Also ein ganz breites Spektrum von Bedürfnissen, denen am Institut nachgekommen wurde. Aber jetzt will ich mich nicht so sehr verplaudern. Frau Pulz, stellen Sie ruhig gerne nochmal fokussierte Fragen. Es ist schön, dass die Begeisterung so durchkommt bei Ihnen. Mich interessiert noch ein bisschen der Gründer des Instituts, Magnus Hirschfeld, der ja quasi auch die Personifizierung des Instituts ist am Schluss. So, er ist der Name, der draufsteht, er ist der Promi, den man kennt. Das war schon ein prominenter Wissenschaftler, bevor das Institut gegründet worden ist. Und er hat dieses Institut gegründet, unter anderem, um zur Akademisierung der Sexualwissenschaft beizutragen. Also Sexualwissenschaft war natürlich nicht anerkannt als eine echte Wissenschaft damals, sondern das hat man halt so gemacht. Und die haben natürlich wissenschaftlich gearbeitet, aber die Universitäten haben das nicht anerkannt und deswegen gab es auch keine Gelder dafür. Und Hirschfeld war jüdisch, er war schwul und er war eigentlich auch, könnte man sagen, ein Aktivist für Schwulenrecht. Oder was heißt, könnte man sagen, er war ein Aktivist. Und er war eine schillernde Persönlichkeit. Und das hätte man vielleicht gar nicht gleich am Anfang gedacht, wenn man ihn sieht, weil das war natürlich so ein älterer weißer Herr mit so einem richtig dicken Schnauzer und so einer kleinen Brille. So wie man sich eigentlich einen Wissenschaftler damals vorstellt. Vielleicht können Sie uns noch mehr über Herrn Hirschfeld erzählen und was ihn so besonders gemacht hat. Ich versuche das in ganz wenigen Worten. ist ein Joke. Hirschfeld wird 1868 geboren, am 14. Mai, also in 4 Tagen hätte er einen Geburtstag und in Kolberg. Und er kommt aus einer jüdischen, wir würden heute sagen, assimilierten Familie. Also eine Familie, die sehr weltoffen ist. Der Vater ist Arzt. Er ist ein Arzt, der Kolberg, Sie kennen vielleicht diesen letzten NS-Film Kolberg, der Kolberg zu einem Kurort ausgebaut hat. Er war ein Hochprominenter, er war auch Vorsitzender der jüdischen Gemeinde und ihm wurde eine große Stele gewidmet, weil er sagen, diesem Ort zu Wohlstand verholfen hat, die dann die Nazis abgerissen oder abgeschleift haben. Und der Vater stirbt relativ früh, 1886, und Hirschfeld hatte eigentlich vergleichende Sprachwissenschaften studieren wollen. Man hat das auch 2 Semester belegt, aber aufgrund des Todes seines Vaters musste er sagen, Knete nach Hause bringen, er musste einen Brotberuf erlernen und seine beiden älteren Brüder waren auch bereits Ärzte geworden und so hat er ein Medizinstudium angestrebt und hat in Breslau, in Heidelberg und in Berlin studiert und in München unter anderem und hat sich dann so auf Naturheilkunde spezialisiert, macht nach seinem Studium als Naturarzt in Magdeburg eine Praxis auf und geht dann eine Naturheilkunde, das ist das erste Sonnenbad,
Sie müssen daran denken, das sind die großen Reformbewegungen. Nacktkultur beginnt sozusagen im ausgehenden 19. Jahrhundert und die Reformbewegungen durchziehen sozusagen alle Lebensbereiche. Also wenn Sie heute an das, Sie kennen das Reformhaus, das geht genau auf diese Zeit zurück. Also Hirschfeld gründet sozusagen sein Sanatorium mit Licht- und Freiluftbad und geht dann nach kurzer Zeit 1895 nach Berlin. Und nach Berlin-Charlottenburg. Und dort veröffentlicht er ein kleines Broschürchen. Sie wissen, 1895 ist ein wichtiges Jahr. 1895 wird Oscar Wilde in London zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, die er furchtbar, wie kann man sagen, zerschunden verlässt. Dann 1897 stirbt er dann in Paris. Und das ist ein Fanal auch für Hirschfeld. Wir wissen nicht, inwiefern das ein vorgeschriebener Grund ist. Frau Pulz, Sie sagten, Sie sind ein schwuler Mann. Hirschfeld hat nie gesagt, er hat sich nie zu irgendeiner sexuellen Präferenz bekannt. Diese Lektion hatte er auch von seinem Vorgänger, auch den lernen Sie oben kennen, Karl Heinrich Ulrichs, sozusagen mitbekommen. Denn Ulrichs sagte, ich bin ein Homosexueller und ich kämpfe für die Rechte. Und die junge Psychiatrie, die sich natürlich diesen Bereich angeeignet hat, nämlich über Sexualität zu urteilen und dort auch dieses Dogma der Krankheit zu verhängen. Kraft-Ebing, kennen Sie vielleicht, Richard von Kraft-Ebing mit seiner Psychopathia Sexuale, sagte, wer selbst mit dieser Sexualität behaftet, kann überhaupt nicht objektiv urteilen, er ist ja Subjekt und hat sozusagen den subjektiven Blick. Und diese Lektion hat der Hirschfeld gelernt und das war auch der Grund, warum er sich niemals vor niemanden geoutet hat. Es gab immer allerlei Gerüchte und wir kennen auch seine Lebensgefährten ab 1918. Aber er hat nie gesagt, I'm a homosexual. Also das ist sozusagen noch ein wichtiges Moment. Also er veröffentlicht 1896 ein Broschürchen mit dem Titel Sappho und Sokrates, wie erklärt sich die Liebe der Frauen und Männer zu Personen des eigenen Geschlechts. Und das ist die einzige Broschüre, die er jemals unter einem Pseudonym veröffentlicht, was wir übrigens bis heute noch nicht mal gelüftet haben, T.H. Ramin. Wir wissen nicht, also wenn jemand eine gute Idee hat, ran damit, bitte. Er veröffentlicht dieses Broschürchen in einem Leipziger Verlag, Max Spohr, der sich sehr auf reformerische Projekte eingelassen hat. Und Hirschfeld erlaubt es Spohr, wenn es Interessenten gibt an dieser Broschüre, die mit mir in Kontakt treten wollen, dann können sie ihm meinen Namen und meine Adresse geben. Und es gibt drei Personen, die sich an Spohr wenden und der leitet diesen Namen sozusagen weiter, diesen Hirschfeld. Und jetzt kommt es zur Gründung 1897 des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees, also dieser ersten homosexuellen Organisation. Und damit ist sozusagen die Sexualreformbewegung angestoßen. Es gründen sich viele andere Organisationen, der Bund vom Mutterschutz mit Helene Stöcker, der sich für die Rechte von unverheirateten Müttern einsetzt. Felix Teilhaber gründet die Gesellschaft für Sexualreform. Sie kennen die psychoanalytische Gesellschaft, die ja auch am Anfang ein kleines bisschen geliebäugelt hat, nochmal mit Hirschfeld und der Sexualreform. Aber die alle versuchen sozusagen auch, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Und in diesen Kanon ist das WHK einzuordnen als eine Form, sagen als eine kleine Facette der Sexualreformbewegung. Und jetzt müssen Sie noch mal kurz sagen, was das WHK ist. Ah ja, das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee. Ja, wissenschaftlich-humanitär, da merken Sie gleich, und Komitee. Also man versuchte mit den Mitteln der Wissenschaft Sexualstrafrecht zu ändern. Vielleicht für Sie noch mal ganz kurz als Erinnerung. 1871 wird das Deutsche Reich gegründet. Sie wissen, Ludwig II. Spielt da ja nicht die unwesentliche Rolle. Die hat ja Preußen dann die Kaiserwürde eingetragen. Und die Frage war natürlich, welches Strafrecht, welches Strafgesetzbuch wird dem neuen Deutschen Reich zugrunde gelegt und welche Strafbestimmungen. Und da hat ja Ulrichs sozusagen versucht abzuwenden, dass der preußische Paragraph in das deutsche Strafrecht einfließt. Nämlich der Paragraph, der gleichgeschlechtliche sexuelle Handlung zwischen Männern unter Strafe stellt. Und das gelang ihm nicht. Er hat ja hier in München 1869 auf dem Juristentag ist er aufgetreten und hat versucht sozusagen vor den Juristen zu fordern, dass dieser Paragraph nicht übernommen wird. Und er wurde niedergeschrien, ganz schrecklich.
Und Ulrich sozusagen stirbt er auch 1895, also kurz bevor Hirschfeld sozusagen ans Ruder kommt. Und Hirschfeld nimmt Ulrichs Theorien auf und führt sie dann weiter. Und es kommt dann so etwas wie zum Gründungsszenario einer Sexualwissenschaft. Also die aus der Sexualreform wegen, aus dem Willen der gesellschaftlichen Veränderungen entsteht. Also die sagen, das ist keine reine Akademisierung, obwohl es einen ganzen Flügel gibt, die ich Ihnen noch namentlich nennen könnte. Aber primär geht es darum, dieses alte Sexualstrafrecht mit modernen wissenschaftlichen Mitteln zu reformieren. Und das ist auch der Hintergrund zur Gründung dieses Instituts. Denn das gelang nicht bis 1918 sozusagen, ist dieser ganze Muff des Kaiserreiches in Form des Sexualstrafrechts erhalten geblieben. Und jetzt kommt Hirschfeld und sagt, jetzt kommt das Morgenrot des Sozialismus. Das sagt er tatsächlich, wortwörtlich. Und er tritt für die Sozialdemokraten als Redner auf, als Wahlkampfredner auf dem Bebelplatz, auf dem Pariser Platz in Berlin. Tausende stehen da und hören Hirschfeld zu. Er wird sogar gehandelt als neuer anzustrebender Gesundheitsminister. Er schreibt auch eine Broschüre über die Verstaatlichung des Gesundheitswesens und bringt die deutsche Ärzteschaft gegen sich auf. Also da ist richtig was los in dieser Zeit. Aber es ist eine Zeit unglaublicher Hoffnung. Und in diesem Gründungsszenario wird dieses Institut auf die Beine gestellt. Und zwar aus den privaten Mitteln von Hirschfeld. Und ich hatte Ihnen gesagt, der Vater starb früh, er hat kein großes Erbe gehabt. Hirschfeld hat ziemlich gut verdient. Er war schon seit 1900 als Sexualarzt tätig. Er ist sehr, als Gutachter vor Gericht in sehr vielen ganz berühmten Sexualstrafprozessen aufgetreten und hat gute Honorare bekommen. Und er konnte aus seinen, so nehmen wir es an, möglicherweise gab es da eine Finanzierungslücke, das wissen wir nicht genau, aber er konnte dieses Institut, ein wunderbares Haus, in bester Lage in Berlin, in den Zelten, das wäre heute am Haus der Kultur und der Welt, nahe des Kanzleramtes, 3 Steinwürfe entfernt, ein Palais kaufen. Das ist das Palais von Josef Joachim gewesen, das war der Lieblingsviolinist von dem deutschen Kaiser, der es dann verkauft hat an einen Grafen. Und er sollte eigentlich die Intendantur der Berliner Theater werden. Und jetzt kam der Krieg und das Kriegsende und dieses Haus stand zum freien Verkauf. Hirschfeld kannte es und hat zugeschlagen. Und das war sozusagen die Gründung des Instituts. Eigentlich mehr, würde ich heute sagen, aus dem Handgelenk. Das ist kein langer Plan. Es gibt keine langen Überlegungen, wie ein Institut aufgebaut sein könnte, sondern das ist eine Ad-hoc-Aktion gewesen, die er 1919 entschieden hat. Und vielleicht ein zweites Moment, weil wir immer jetzt von Hirschfeld gesprochen haben und das Institut ist sehr zentriert auf ihn. Es haben sehr viele andere Ärztinnen und Ärzte, Ärztinnen ganz wenig, aber Ärzte dort gearbeitet. Sie wissen, Frauen dürfen erst seit 1908 studieren, daher gab es noch wenige Ärztinnen. Aber es ist ein breiter Stab von Ärzten, Juristen, Laboranten, auch Pharmakologen gewesen, die da zu Hause gewesen sind, die dort ein- und ausgegangen sind. Und Sie müssen sich vorstellen, das hat funktioniert wie eine Poliklinik. Hirschfeld hat natürlich aus seinem Privatvermögen nicht eine große Belegschaft bezahlen können. Dort haben sich Ärzte eingemietet, aber ihnen war eins sicher, eine gute Patientenschaft. Denn Hirschfeld hatte einen Namen, der eine breite Patientenschaft anzieht. Und die Venerologen, also die Ärzte zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten, Röntgenologen, Physiologen, all die haben dort sozusagen Lohn und Brot gefunden und haben bei ihm gearbeitet. Einige auch, die ausschließlich in der Forschung tätig gewesen sind. Aber das ist sozusagen schlagartig zu Ende nach der Hyperinflation. Denn da war das Kapital, was Hirschfeld vorgesehen hatte, für die Forschung durch die Finger geronnen. Da war nichts mehr übrig. Da waren wenige 100 Mark übrig von den 30.000, die er eigentlich dafür vorgesehen hatte. Aber das vielleicht erstmal als Auftakt. Jetzt haben wir schon ganz viel erfahren, wie das Institut entstanden ist und den Werdegang von Herrn Hirschfeld. Sie haben ja schon die politische Komponente angesprochen von dem Institut, also dass Hirschfeld eigentlich immer versucht hat,
den Paragraph 175, also die Handlungen, sexuellen Handlungen zwischen Männern, die da verboten worden sind, unter anderem, der Paragraph hat noch andere Dinge wie Sodomie abgedeckt und so weiter, den wollte er abschaffen und dafür hat er, oder den wollte er abschaffen lassen und dafür hat er versucht, die wissenschaftliche Grundlage zu legen und, das, und da hat er eben in die Biologie geschaut und hat eben versucht, die biologische Grundlage für Homosexualität zu finden. So habe ich das auf jeden Fall verstanden gehabt. Er war aber nicht erfolgreich am Ende, vielleicht das schon mal Spoiler, man weiß das bis heute nicht sozusagen, wo genau die Homosexualität jetzt im Körper steckt oder sagen wir mal so. Aber er war dafür, das Institut war dafür auf andere Ebene sehr erfolgreich. Vielleicht können wir einmal darüber sprechen, was das Institut tatsächlich erreicht hat, und zwar einmal auf wissenschaftlicher Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ja. Gut, ich fange vielleicht erstmal mit der gesellschaftlichen Ebene an. Ich hatte jetzt gerade aufgehört zu sagen, dass nun die Forschungsmittel durch die Finger geronnen sind, durch die Hyperinflation. Das Institut wurde dann relativ schnell, ich würde sagen ab 1925, 26, die politische Schaltzentrale der Sexualreform der Weimarer Zeit. Und zwar nicht nur für Homosexualität. Dort haben viele Organisationen Eingang gefunden und dort wurde konzertiert ein sehr kluger und bis heute lesenswerter Entwurf für ein Sexualstrafrecht, was alle Bereiche, die mit im weitesten Sinne mit Sexualität und Geschlecht in Verbindung stehen, abgedeckt wurden. Das geht eben gerade von sexueller Aufklärung, das geht von den Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruches, das geht über die Möglichkeiten der Ehescheidung, das geht über beispielsweise auch über die Änderung des Geschlechtes, also des Personenstandes. Das ist eine unglaubliche, breit gedachte Innovation gewesen. Und Sie werden sich fragen, ja, waren Sie denn erfolgreich? Nein. Es gab einen Strafrechtsausschuss, wie es den heute auch gibt im Bundestag, den gab es damals auch. Und dem saß Wilhelm Kahl vor, ein Politiker sehr lange der Zentrumspartei. Und es ging darum, dass Hirschfeld versuchte sozusagen ein Mittel, ein Argument zu konstruieren mit seiner Forschung, die Folgendes sagt: Was natürlich ist, darf nicht bestraft werden. Also Hirschfelds Argumentation mit der Biologie und mit der Naturrechtsdebatte hat wesentlich damit zu tun, dass er Homosexualität in gewisser Weise und andere Formen sexueller Diversität entschulden wollte. Also dass sie nichts dafür können, dass es kein Ergebnis von Verführung oder falscher Erziehung sei, sondern they are born that way. Und damit auch gegen das christliche Argument, das wider die Natur zu argumentieren, aber auch gegen das Pathologisieren, das ist nicht krankhaft. Und hier gab es viel Gegenwind. Und Hirschfeld hat versucht, diese biologische Forschung in seinem Institut voranzutreiben in den ersten 5 Jahren. Sie werden in dem Buch viele genetische Untersuchungen finden. Hirschfeld hat einen, ich weiß gar nicht, ob es hier oben zu sehen ist, Albert, wir haben hier den psychobiologischen Fragebogen. Hirschfeld hat 1899 einen Fragebogen entwickelt. Und der hat die sexuelle Vita, würde ich sagen, der Deutschen des 20. und 21. Jahrhunderts geprägt. Also das sind so Fragen, wie man sich in der Kindheit benommen hat, wie die Eltern sich verhalten haben. Es sind sehr viele Suggestivfragen dabei, aber sie konstruieren im Grunde nochmal eine sexuelle Biografie. Und diese Fragebögen, wurden zu Tausenden und Abertausenden ausgefüllt. Gerade letzte Woche ist wieder einer aufgetaucht, ein neuer Fragebogen in Hamburg auf einem Flohmarkt. Diese Fragebögen hat Hirschfeld ausgewertet und er versuchte anhand der Erbtafeln, die dort auch von den Probanden eingetragen wurden, ob denn die Eltern, die Großeltern, die Tanten, die Onkel suizidal gewesen sind, psychisch krank gewesen sind, homosexuell, bisexuell oder was auch immer gewesen sind oder intersexuell. Und da versuchte er Erbtafeln zu konstruieren, um zu belegen, ja, es ist angeboren. Und Sie kennen vielleicht die Forschung aus den 90er Jahren aus den USA, Dean Hammer, das XQ28, also das nimmt man, ein amerikanischer Forscher, der heute annimmt, dass das sogenannte Homogen auf einem bestimmten Chromosomabschnitt des X-Chromosoms stünde.
die knüpften sozusagen genau an dieser Hirschfeld-Forschung an, an dieser Tradition. Aber es konnte damals Hirschfeld nicht belegen, das ist auch heute nicht belegbar und man sollte diese Forschung wirklich ad acta legen. Hirschfeld schwenkte dann um, das ist ein zweites, eine wichtige Forschungsrichtung, die ganz zentral wird in dem 20. Jahrhundert, das ist die Hormonforschung. Und dort glaubte Hirschfeld, dass in Berufung auf einen Wiener Hormonforscher, dass sexuelle Verschiedenheit sozusagen mit der Hormonproduktion in den Hoden respektive Ovarien zu tun habe. Und er glaubte halt, dass in den Hoden von Homosexuellen weibliche Hormone produziert würden, die dann die Triebausrichtung bestimmen würden. Und das hatte fatale Folgen, auch die will ich nicht verheimlichen. Es geht ja nicht nur darum, Hirschfeld sagen, in den Himmel zu heben als diesen großen Vorreiter. Auch er hat seine zeitgenössischen Irrtümer gehabt und einer bestand darin, dass man glaubte, indem Menschen, die diese gänsefüßchen fehlgeprägten Hoden haben, darüber heilen könnte, dass man sie kastriert und ihnen heterosexuelle Hoden implantiert. Und ich habe Berichte gefunden, die ich hier auch im Buch bringe, dass in Berlin ein Kettenhandel mit Proletarierhoden gegeben hat. Also, wie Sie das heute möglicherweise mit Spendernieren kennen, so gab es das damals eben mit Hoden. Und im Institut gab es dann auch eben Transplante, oder besser gesagt, Hirschfeld hat einige Patienten dann auch überwiesen zu diesen Operationen. Er wirbt sogar dafür, dass Herr Steinach in Wien die Hoden eines hypersexuellen, heterosexuellen hätte, die sagen hier zur Verfügung ständen zur Implantation. Und ich muss etwas hinzufügen, weil ich jetzt sozusagen Breitseite liefere, Hirschfeld. Das hat noch einen zweiten Hintergrund. Wenn Sie daran denken, wie Homosexualität damals gesellschaftlich bewertet wurde, es war nicht nur ein Stigma, es war sozusagen die Vernichtung Ihrer sozialen Existenz, wenn in der normalen Gesellschaft, wenn Sie als homosexuell galten. Es gab ganz wenige gesellschaftliche Räume im Bereich Kunst, Literatur, wo das möglich gewesen ist. Das heißt, dass homosexuelle Männer zum einen der Erpressung Tür und Tor sagen, ausgeliefert gewesen sind und zum zweiten, sie litten wie die Hunde unter ihrer Homosexualität. Es war kein großes Glück, homosexuell zu sein. Sie waren auch geschlagen mit dieser Neigung. Das heißt, nicht wenige wollten sich operieren lassen. Sie haben Hirschfeld ersucht darum. Sie sind zum Teil, auch da gibt es Berichte, mit der Drohung, Selbstmord zu begehen, an Hirschfeld heranzutreten, wenn sie diese Operation nicht bekommen. Und Hirschfeld glaubte daran. Also das ist sozusagen auch eine Kippfigur, eine hohe Ambivalenz, die darin steckt. Zum einen sozusagen die Homosexuellen zu schützen und sie zum anderen potenziell auch auszuliefern, nämlich der Therapie. Hirschfeld hat sich immer gewandt, insbesondere gegen die Psychiatrie. Sie kennen Albert von Schrenck-Notzing, ist ja ein Münchner Psychiater. 1892 schreibt er ein Buch über die Therapie der konträren Sexualempfindung, so nannte man Homosexuelle damals. Und er ging davon aus, mit Suggestion kriegen wir das hin. Die werden alle sozusagen konvertiert, das ist überhaupt kein Problem. Und so hat sich im ausgehenden 19. Jahrhundert diese Möglichkeit der Therapierung, der Konversionstherapie sozusagen festgesetzt in der Psychiatrie. Und dagegen ist Hirschfeld aufgetreten. In diesem Film, anders als die anderen, gibt es eine fantastische Szene. Konrad Veit sitzt auf einem Stuhl und ein Psychiater nimmt ein Pendel und lässt es vor den Augen von Konrad Veit hin und her pendeln. Und Veit ist fast in Trance und plötzlich, zack, ist er wieder da und er ist so homosexuell wie vorher und ist bitter enttäuscht. Und da jetzt, nächste Szene, Cut, Hirschfeld kommt und Hirschfeld setzt sich ihm vis-à-vis gegenüber, klopft ihm auf das Bein, diesen Stummfilm und sagt, Sie müssen nur lernen, mit Ihrer Homosexualität umzugehen. Sie sind sozusagen, Sie müssen sich keine Sorgen deshalb machen, Sie müssen nicht versuchen, sagen, Ihre Homosexualität zu beseitigen. Das ist eine wunderbare Szene. Dazu hat er sogar ein Therapiekonzept entwickelt, er nennt es Adaptationstherapie. Aber das ist sozusagen ein frühes Beispiel, wie sagen, dieser Konflikt zwischen der psychiatrischen Sexualwissenschaft und eher dieser reformorientierten Sexualwissenschaft sagen, in Opposition sich begeben haben. Und das auch in der gesamten Weimarer Zeit der Fall gewesen ist. Ich hatte vorhin bei Wilhelm Karl aufgehört. 1929 entscheidet der Strafrechtsausschuss mit der Stimme von diesem Herrn Karl,
entscheidet sich für die Streichung des 175 im deutschen Strafgesetzbuch. Und weil sie fragten nach dem Erfolg. Das war eigentlich der Erfolg. Das war der Erfolg, der leider nur von kurzer Dauer war, weil durch die Verhandlungen mit Österreich über die Rechtsangleichung und durch die Regierungswechsel, die Ende der 20er Jahre ist die Weimarer Republik sehr instabil politisch, kommt es nicht dazu, dass diese Ergebnisse des Strafrechtsausschusses tatsächlich dann sozusagen die parlamentarische Mehrheit passieren und sagen, ins Strafrecht Eingang finden. Sie wissen, 1935 kommt es dann zu diesem furchtbaren Verschärfung des Paragraphen 175. Aber weil Sie nach den Erfolgen fragten, das war einer der Teilerfolge von Hirschfeld im Hinblick auf das Sexualstrafrecht. Es gibt noch viele andere kleine Erfolge, die viel unspektakulärer sind. Wenn wir beispielsweise an die Transvestitenscheinregelung denken, die Sie oben auch sehen. Es gibt viele andere kleine Momente, wo es sagen, auch Erfolge zu verzeichnen gegeben hat. Genau, über Letzteres wollte ich jetzt nochmal mit Ihnen sprechen. Und zwar, wir haben viel darüber gesprochen, was das Institut für die Homosexuellen getan hat und wie sich das Institut da vorgetan hat. Aber auch die Trans-Community hat eben total profitiert von dem Institut. Also Sie haben den Transvestitenschein angesprochen, der es eben möglich gemacht hat, sich in Frauenkleidern, Männer, die in Frauenkleidern auf der Straße unterwegs sind, weil sie bescheinigt bekommen haben vom Institut für Sexualwissenschaft, dass es medizinisch notwendig für diese Personen ist, so gekleidet zu sein. Und Sie haben auch schon von den Geschlechtsumwandlungen gesprochen. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann waren das die ersten überhaupt, die dort stattgefunden haben. Ja. Und oft wird da der Name Lilly Elba genannt, aber tatsächlich gab es ja sogar noch viel früher eine im Institut für Sexualwissenschaft. Und die finde ich besonders interessant, weil die nicht nur eine Transition vom Mann zur Frau war, sondern auch wieder zurück. Vielleicht können Sie dazu was erzählen. Ja, das ist sehr heftig. Also das ist, diese geschlechtsangleichenden Operationen beginnen um 1900, und zwar im Selbstversuch. Das ist ein trauriges Kapitel. Das sind Menschen, die sich selbst verstümmelt haben, die sich selbst kastriert haben. Es gibt Berichte aus den Niederlanden von Tange und Trotzenburg. Es gibt aus Wien von Reuter Berichte, wo Männer sich selbst kastriert haben. Und das sind sagen, frühe Selbstversuche gewesen, sogenannte Selbstverstümmelungen. Und die ersten medizinisch ausgeführten Transitionen finden 1912 statt in Berlin. Richard Mühsam nimmt eine Mastektomie und eine Hysterektomie, also eine Uterus- und Ovariensektion und eine Brustamputation bei einer Frau vor, die sagt, dass sie diese Körperteile als Fremdkörper empfindet und danach ihre Geschlechtsumschreibung als Mann betreibt. Und es gelingt ja auch. Und hier, Richard Mühsam ist ein Berliner Chirurg, der mit Hirschfeld zusammengearbeitet hat. Und Magnus Hirschfeld hätte tatsächlich 1910 die erste Monographie geschrieben, die Transvestiten. Und das ist ein Buch, ich muss mal einen kleinen Sprung in die Geschichte machen, also in die Geschichte der Geschichte eigentlich, in das Jahr 1870, wo zum ersten Mal sagen der moderne Homosexuelle, Michel Foucault, sagt Ihnen vielleicht was, ist ein französischer Philosoph, der Sexualität und Wahrheit, so ein Dreibänder geschrieben hat. Das hat die gesamten 80er, 90er und 2000er geprägt. Und er spricht von der Einpflanzung der Perversion. Also es gibt eine Veröffentlichung von Karl Westphal, ein Charité-Psychiater, der kreiert 1870 eine Diagnose, die heißt konträre Sexualempfindung. Das heißt, alles, was sozusagen nicht dem Geschlecht konform ist, ist konträr. Also eine Frau, die einen Männerberuf hat, eine Frau, die in Hosen auf der Straße geht, ein Mann, der Frauenkleider bevorzugt, eine Frau, die Frauen sexuell bevorzugt, all das ist sozusagen, das ist alles irgendwie nicht ganz koscher, das ist sozusagen nicht geschlechternormativ und das ist konträr sexuell. Das heißt, die sogenannten Crossdresser und die Homosexuellen sind in einen Topf geworfen worden. Und hier gab es um 1900 starke Absetzungsbewegungen. Und die führten Hirschfeld dazu, 1910 zum ersten Mal ein Buch zu schreiben über Crossdressing. Er nennt es Transvestitismus. Ein Wort, was sich bis heute gehalten hat.
Und dort taucht der Transvestitenschein zum ersten Mal auf. Es gibt eine junge Künstlerin, eine Schriftstellerin, Katharina T. heißt sie, die sagen, sich nur in Männerkleidern wohlfühlt. Und Hirschfeld bewirkt mit dem Berliner Polizeipräsidenten und einem Gutachten mit Karl Abraham. Karl Abraham sagt Ihnen vielleicht was. Das ist der Psychoanalytiker, der zusammen mit Freud gearbeitet hat, eigentlich mit Eugen Bleuler in Burghölzli in Zürich, aber er kommt dann nach Berlin und gründet dort die Berliner Psychoanalytische Gesellschaft mit Hirschfeld gemeinsam. Und Abraham und Hirschfeld fertigen diesen ersten Transvestitenschein aus und diesen Deal mit dem Polizeipräsidenten. Und seitdem ist diese Praxis etabliert, dass Personen, die die Kleidung des anderen Geschlechts bevorzugen, vom Polizeipräsidenten sozusagen einen Schein bekommen, dass sie medizinisch diagnostiziert Transvestiten sind und zur Erhaltung ihres psychischen Wohlbefindens der Kleidung des sogenannten anderen Geschlechts bedürfen. Es ist also sozusagen ein Kniff, der sie einerseits wiederum ein Stück ausliefert, nämlich sozusagen den medizinischen Zugriff, andererseits aber auch ihnen eine Möglichkeit verschafft, ihre Neigung auszuleben. Es ist also so ein Doppelbind, wie das häufig der Fall ist. Also um den Preis der medizinischen Kategorisierung und tendenziellen auch Pathologisierung haben sie die Möglichkeit, ihre Neigung auszuleben. Und die Transvestiten sozusagen werden eine eigene richtig große Gruppe, werden eine richtige sozusagen Community mit eigenen Zeitschriften, mit eigenen Kneipenkultur, mit eigenen Vereinigungen, die dann in den 20er Jahren zu einer regelrechten Blüte kommen. Und parallel dazu gibt es einige, Hirschfeld nennt sie immer extreme oder totale Transvestiten, Personen, die eben nicht damit zufrieden sind, nur die Kleidung des anderen Geschlechts zu tragen, sondern die sich als Angehörige des anderen Geschlechts empfinden. Und hier setzt die Geschlechtsangleichung, damals hieß es Geschlechtsumwandlung, ein. Und die beginnt um 1912 medizinisch, 1921 dann gibt es die erste totale Transition mit der Ausformung bei einer Transfrau, einer Neovagina. Und dann gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher Patienten aus dem Institut, die dort diese Transition durchliefen. Dora Richter haben wir, Gerd Katter, einen Transmann haben wir, Toni Ebel haben wir, Charlotte Schalack haben wir und Lilly Elbe, Sie kennen vielleicht die Danish Girl, Lilly Elbe schreibt ihre Autobiografie, zumindest in Teilen, ein Journalist Nils Heuer vollendet sie dann und sie wird veröffentlicht als Autobiografie und sie gilt eigentlich als erste Autobiografie einer Transperson und obwohl es eben sehr viele Vorgänger oder Vorläufer gegeben hat. Man kann sogar sagen, dass diese Geschlechtsangleichung von Lilly Elbe eigentlich das Ergebnis eines langen Prozesses von 20 Jahren ist, wo die Geschlechtsangleichungsoperation dann sozusagen in immer kürzeren Abständen sozusagen von der Kastration über die Penisamputation bis zur Ausformung der Neovagina in einem kurzen Zeitraum stattgefunden haben. Am Anfang hat das große Zeiträume in Anspruch genommen. Dora Richter ist 1923 bis 1931, also in 8 Jahren sozusagen, hat sie gebraucht, während Toni Ebel am Ende dann innerhalb von 1 Jahr alle OPs durchlief. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das Institut für Sexualwissenschaft einzigartig war. Und gleichzeitig fragt man sich ja doch, woran haben andere Menschen zu der Zeit geforscht, wenn es um Sex ging? Also es gibt ja verschiedene Richtungen und Denkrichtungen gleich zu Beginn natürlich, weil die Leute einfach unterschiedliche Dinge vermuten. Freud ist natürlich ganz bekannt, der eher im Geist sucht. Wo steht das Institut für Sexualwissenschaften da inhaltlich? Und konnte es so schon damals vielleicht seine besondere Stellung halten bis 1933? Oder wäre die Nazi-Herrschaft nicht gekommen, hätte das Institut geblüht, glauben Sie? Oder wäre es vielleicht von selbst irgendwann eingegangen? Schwere Frage. Ich gehe davon aus, dass etwa ab Mitte der 20er Jahre der wissenschaftliche Output,
aus dem Institut relativ gering gewesen ist. Das sieht man anhand der Veröffentlichungen, auch der öffentlichen Auftritte von Hirschfeld. Hirschfeld hat dann sich mehr, wie gesagt, auf die Sexualreformbewegung kapriziert, auch die Internationalisierung, die Weltliga für Sexualreform. Es ging ja darum, wir sprechen jetzt immer über Deutschland, natürlich, das Institut war in Berlin zu Hause, hatte eine Ausstrahlung auf Deutschland, aber auch international. Sie hatten vorhin die Weltreise für einen Sexualforschers erwähnt. Hirschfeld wird international gefeiert als führender Sexualwissenschaftler. Und vielleicht noch einen Strang, der auch sehr wichtig ist. Im Hinblick auf die Entwicklung sexualtherapeutischer Methoden ist Hirschfeld sicherlich auch wegweisend gewesen mit seiner Adaptationstherapie. Und wenn Sie Therapie auch als einen Teil der Forschung begreifen, dann ist er hier tatsächlich nach meinem Dafürhalten Spitzenforschung gewesen. Wenn Sie im Hinblick auf die Entwicklung, die war ja sagen die Laborforschung in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, dort spielte Hirschfeld keine Rolle mehr. Das ist eine, sagen vom Equipment her, viel zu aufwendig, also von der Ausrüstung her, viel zu aufwendige Forschung gewesen. Man musste dort sagen große Laborausrüstungen ankaufen, eine teure Geräteschaft anschaffen, für die Mittel am Institut einfach nicht da gewesen sind. Hirschfeld hatte richtig Probleme, das Institut am Laufen zu halten. Ich hatte ja vorhin von den Sexualhormonen gesprochen. Und es gibt ab ungefähr, Ivan Bloch sagt Ihnen vielleicht etwas, ich hatte die Enkelin von Ivan Bloch hier noch in München kennengelernt. Der Sohn Robert Bloch hat hier in München gelebt. Und Ivan Bloch hat 1914 als erstes, Sie könnten sagen, das Viagra des Kaiserreiches auf den Markt gebracht. Der hat eine wilde Mischung, eben in dem Glauben, dass in den Hoden Sexualhormone produziert werden, was ja richtig ist, ging man sozusagen von einer sogenannten Einhormon-Hypothese aus, dass es ein männliches und ein weibliches Sexualhormon gäbe. Und wenn man diese Hormone zu sich nimmt, dann bewirkt das eine Erotisierung. Das ist sozusagen wie der sexuelle Treibstoff. Und Ivan Bloch hat 1914 ein Medikament hergestellt, das heißt Destican und Telican. Das ist eine Mischung aus Stierhoden, Yohimbine, das ist traditionell ein afrikanischer Baum, der eine aphrodisiakische Wirkung hat, auch heute noch eingesetzt wird. Also er stellt ein Präparat her, was zunächst deutschlandweit, später weltweit vertrieben wird. Und es gibt die Erfolgsberichte, sage ich Ihnen, ist unglaublich, also wie das gewirkt haben muss. Und es, in den 20er Jahren gibt es einen unglaublichen Markt, insbesondere die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs, die sogenannten Kriegsimpotenzen. Es ist gerade ein kluges Buch von einem Kollegen in Heidelberg erschienen über die Kriegsimpotenzen, die Sexualität und der Krieg. Also, dass dort ein großer Bedarf zur Behandlung sexueller Störungen gegeben hat. Und in diesen Markt steigt Hirschfeld auch ein, 1927 mit Bernard Shapiro. Sie entwickeln eine Reihe von Medikamenten. Testifortan heißt das glücklicherweise auch noch, alles mit Testi. Natürlich, dass man immer merkt, da ist was mit dem Hoden drin. Und die wurden, man merke, bis 1985 produziert in Hamburg. Und gab es bis 1985 auch Erfolgsberichte darüber. Und Hirschfeld hat, das Gleiche gab es auch für Frauen. Das ist die verschreibungspflichtige Variante gewesen. Die verschreibungsfreie wurde in Berlin produziert, in der Firma Baginski. Das waren die Titusperlen. Und das war sozusagen eine der wesentlichen finanziellen Ressourcen, aus denen der Institutsbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Hirschfeld hat viel geschrieben. Er war ein begnadeter Redner. Also ich habe Bilder von seinen Vorträgen, von seinen Aufklärungsvorträgen von Leipzig in der Kongresshalle. Dort sitzen 3000 Leute. Das müssen Sie sich vorstellen. Der Vortrag ist das zentrale Aufklärungsmedium gewesen. Arbeiterbildungsvereine, also das sind ja sozusagen Traditionen, an die Hirschfeld auch mit seiner sozialdemokratischen Orientierung anknüpfen konnte. Das sind Traditionen, sozusagen, die ganz anders sind. Da gab es sozusagen das Radio setzt 1925 ein, aber das war aber kein Aufklärungsmedium im Sinne, was der Sexualreform irgendwie zugänglich war. Da gab es nur das gedruckte oder das gesprochene Wort. Der Film
wie ich Ihnen erzählt habe, war ja nicht zugänglich. Diese Filme sagen vielen ja unter die Zensur als sogenannte Sittenfilme. Also Vorträge, Publizistik, Gutachterei, Behandlung von Patienten und die Aphrodisiaka oder die Sexualtherapeutika, das sind die Einnahmequellen, mit denen sich das Institut bis 1933 über Wasser gehalten hat. Vielleicht können wir noch einmal, also wir nähern uns langsam dem Ende, weil wir ja auch schon ungefähr eine Stunde sprechen. Vielleicht können wir noch einmal darüber sprechen, weil heute eben der 90. Jahrestag ist von der Bücherverbrennung. Und wir haben das jetzt am Anfang so besprochen, als wäre das der Moment gewesen, in dem das Institut zerstört worden ist, in dem die Gewalt ihren Höhepunkt dort gefunden hat. Und davor war friedliches Leben. Ganz so war es ja doch nicht. Hirschfeld hat von Anfang an gewusst, dass es ihm auch ans Leben gehen kann eigentlich. Und da hat es einen Vorfall in München gegeben, zu Beginn der 20er Jahre. Wie sehen bei dem Hirschfeld hier einen Vortrag gehalten hat und bei dem er auf offener Straße zusammengeschlagen worden ist, so sehr, dass danach sogar die Fake-Nachricht durch die Zeitungen gegangen ist, dass er tot sei, was dann natürlich nicht gestimmt hat oder er selbst in der Zeitung lesen musste. Wie war denn das Sexualinstitut, das Institut für Sexualwissenschaften und Hirschfeld, wie ist es in der Bevölkerung angekommen in Berlin? War das ein Einzelfall am Anfang in den 20er Jahren oder hatten die immer so schwere Kämpfe zu kämpfen? Ja, wir haben sehr, sehr viel von Hirschfeld und Hirschfeld gesprochen. Und es waren so viele Leute dort, die da sagen auch mit ihrer ganze Arbeitskraft sagen dort investiert haben und sehr aktiv gewesen sind. Und es ist ganz schön, dass Sie danach fragen, die auch unterschiedliche Klientele bedient haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Max Hodan etwas sagt. Möglicherweise nicht. Max Hodan war ein Sozialdemokrat und ein begnadeter Aufklärer. Der kommt sozusagen aus der Jugendbewegung und es gab ja keine Sexualaufklärung. Der hat Bücher geschrieben, bringt uns wirklich der Klapperstorch. Weder Onanie, weder Krankheit noch Laster. Wie entstehen die Kinder? Also er hat so ganz Basics für Kids produziert und er hat Sexualratgeber für Proletarier, also für die arbeitende Bevölkerung produziert. Und das waren die Renner in der Weimarer Zeit, die immer von der Zensur bedroht gewesen sind. Er hat alles sozusagen, es gibt ein wunderbares Büchlein von ihm, das heißt Unzucht, Unzucht, Herr Staatsanwalt. Also der hat sozusagen die Geschichte der Zensur seiner Bücher nochmal beschrieben. Und Hodan, der hat den Spitznamen Hodenmaxe gehabt. Also der ganz aus der, aber Richard, ein Tough Boy, also aus der linken Sexualreformbewegung kommender Protagonist. Auf der anderen Seite haben wir Ludwig Levi Lenz. Ludwig Levi Lenz ist so ein eher für die gebildete bürgerliche Frau zuständige Sexualaufklärer, also für die etwas bessere Gesellschaft. Also da gab es schon für unterschiedliche Klientel ganz bestimmte, ganz spezifische Angebote. Um Ihnen das vielleicht nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Die Leute, ich hatte ja vorhin gesagt, die hatten auch ein bisschen Manschetten natürlich, Cora Publicum, irgendeine sexuelle Frage an einen Referenten zu stellen. Und die hatten sich dann einen Trick ausgedacht im Institut, das waren die sogenannten Frageabende ab 1926. Und da gab es an der Bühne sozusagen einen Briefkasten und da konnten sie nach dem Frageabend ihre Fragen einwerfen und die wurden dann anonym bei dem nächsten Frageabend, wurden die rausgenommen und wurden da beantwortet. Das heißt, sie konnten sozusagen, wenn sie sich nicht getraut haben, die Sexualberatung zu gehen, oder wenn Ihnen die Fragen zu peinlich gewesen sind, sagen indirekt Ihre Antworten bekommen. Und das ist so sozusagen angenommen worden, dass es am Anfang monatlich, dann 14-tägig, dann wöchentlich stattgefunden hat. Das war sozusagen ein regelrechter Renner, diese Veranstaltung. Also die haben sagen auch die breite Berliner Bevölkerung durchaus angezogen, dass sie sagen, das war ja immer die Gefahr. Schauen Sie, ein Institut in bester Lage Berlins, also wo eigentlich nur
Gerhard Hauptmann sagt mal, das ist die Gegend der vornehmen Lebensfreude. Also wo, wirklich die Hort, wo Lee gelebt hat, Bettina von Arnim, Wesendonck, das haben also Rachel Farnhagen, das sind also Leute, die richtig sagen, das ist der preußische Landadel gewesen, die haben richtig Geld gehabt, Fabrikbesitzer haben dort gelebt, und dass dort das Proletariat hingeht, das ist ja auch ein bisschen heikel, ja, also sagen, da hat man ja auch sagen Bedenken. Und wenn Sie Bilder im Institut sehen, auch die bürgerliche Ausstattung, das ist ja nun nicht irgendwie wie in der Sprechstunde bei einem in der großen Arztpraxis, das ist ja mit schweren Samtvorhängen und Teppichen und Ölgemälden, also das ist schon auch sehr repräsentativ gewesen, was natürlich auf der anderen Seite auch diese junge Wissenschaft repräsentieren sollte. Also das ist sozusagen auch das war ja der einzige Ort. Die Sexualwissenschaft, das hatte ich vergessen zu sagen, Frau Pulz, Sie hatten das, glaube ich, ganz kurz erwähnt, es ging Hirschfeld ja auch darum, einer Wissenschaft sozusagen zur Anerkennung zu verhelfen. Es gab an keiner deutschen Universität einen Lehrstuhl für Sexualwissenschaft. Und Hirschfeld hat dieses Institut sozusagen auch in seinem testamentarisch bestimmt, dass sein Vermögen, sollte er sozusagen sterben, einer Berliner Universität vermacht werden sollte, um einen Lehrstuhl für Sexualwissenschaft einzurichten. Also das war, sagen Sie, ein großes Bestreben. Wir haben am Anfang, ich habe da noch gar nicht von erzählt, muss ich auch gar nicht sagen, Sie hatten ein Lehrprogramm, ein Ausbildungsprogramm für junge Ärzte zum Sexualwissenschaftler. Das ging alles mit der Inflation den Bach runter. Aber das war der Versuch, also ernsthafter Versuch, Sexualwissenschaft richtig als Fach, sagen, als Fach neben anderen medizinischen Subspezialisierungen zu etablieren. Und das hat zum einen auch mit dem, es waren vor allem Juden, die Sexualwissenschaftler gewesen sind, es galt als jüdische Wissenschaft und zum anderen als despektierlich. Es war eine schmutzige Wissenschaft, die Wissenschaft, die durchs Schlüsselloch schaut. Also ein Gegenstand zur Wissenschaft erhebt, der eigentlich despektierlich ist, der schambesetzt ist. Und das ist die Ambivalenz gewesen. Warum es eigentlich bis Ende der 20er Jahre nicht gelang, Sexualwissenschaft an den deutschen Universitäten zu etablieren. Und bis heute ist es ja Sexualwissenschaft hier eher marginal. Wenn Sie an das berühmte Institut in Frankfurt denken von Sikusch, das 2007 geschlossen worden, und da hat sich die Psychiatrie wieder die Stellen eingeheimst. Also man denkt, das ist 1870. Ja? Und Hamburg haben wir das tolle Institut, das ist fantastisch. Berlin haben wir ein Institut, Merseburg haben wir eine Einrichtung, Ulm hat eine Einrichtung. Also es gibt einige Einrichtungen, auch Neugründungen, aber Sexualwissenschaft ist bis heute sozusagen eher so in der Medizin auch ein bisschen so die Schmuddelwissenschaft geblieben. Vielleicht daran anschließend den Kreis zu heute schließen, was ich so aus dieser ganzen Sache mitgenommen habe vielleicht, oder ganz gut gesagt hat es einmal Miriam Zadoff zu mir im Interview, da hat sie gesagt, man hat immer so das Gefühl, dass diese ganze Wokeness-Debatte, dass die irgendwie aus den USA hier rüber geschwappt ist jetzt gerade, und da müssen wir uns mit unseren Traditionen dagegen wehren. Und wenn man sich so die Geschichte des Instituts für Sexualwissenschaft anschaut, wenn man sich die Geschichte des wissenschaftlich-humanitären Komitees anschaut, das Magnus Hirschfeld ja auch gegründet hat 1897, wenn man sich Karl Heinrich Ulrichs anschaut, der erste Schwulenrechtsaktivist überhaupt war, den Sie heute auch schon erwähnt haben, dann merkt man ja eigentlich, dass Deutschland und die queere Szene und das Wissen um Queerness eigentlich total verwoben sind und wir ganz viel gemeinsame Geschichte haben und es eigentlich von uns in die anderen Länder dann geschwappt ist, nachdem eben viele Menschen 1933 nach der Signalwirkung und dem symbolischen Bücherverbrennen dieses Land geflohen haben. Das ist so, was ich mitgenommen habe. Wie ist es denn für Sie, wenn Sie auf diese Geschichte schauen, mit der Sie sich schon so lange beschäftigt haben und beschäftigen? Was ist für Sie der Knackpunkt am Ende? Was ist für Sie das Wichtigste, was man daraus mitnehmen kann? Wenn es mir um Hirschfeld geht, etwas, was ich vielleicht noch gar nicht gesagt habe, Hirschfeld hat ja sexuelle Vielgestaltigkeit immer zusammengedacht. Und der hat auch, sagen, was heute nochmal, wir erleben ja heute so ein Stück so eine transphobe Stimmung in der Gesellschaft, also es ist ein bisschen problematisch. Hirschfeld prägt mal den Satz 1907, vielleicht noch eine kleine Episode ganz am Ende,
In Berlin gibt es, vielleicht kennen Sie die Max-Beer-Straße. Max Beer war der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Aber Max Beer wurde als Martha Beer geboren. Und Martha Beer war intersexuell. Und es gibt ein Buch über Max Martha Beer, Nobody. Und Magnus Hirschfeld war der Gutachter. Und in diesem Gutachten, das 1907 veröffentlicht wird, nachdem Martha Beer zu Max Beer wurde, prägt er den Satz: Das Geschlecht eines Körpers steckt in seiner Seele und nicht in seinem Körper. Und der Arzt ist nicht berechtigt zu sagen, bleibe Mann, nur weil er den Körper hat, sondern er hat den Wünschen des Patienten sozusagen zu folgen und ihm sozusagen zum Recht zu verhelfen. Und das finde ich bei aller Biologisierung von Hirschfeld einen so wegweisenden, bezeichnenden und wirklich weisen Satz, nachdem ich ihm auch sehr viel verzeihen kann von seinen vielen Dingen. Denn vielleicht nochmal als Fußnote: Das Buch der Liebe und dem Leid ist natürlich auch ein bisschen meine Liebe und mein Leid, was ich die 30 Jahre mit mir rumgetragen habe. Und ich habe mich schon, glaube ich, so oft als dieses Buch als gescheitert betrachtet, dass es dann doch noch gekommen ist. Da fand ich dann diesen Titel ganz passend. Also das wäre sozusagen ein Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und das Zweite ist vielleicht, wir hatten hier im Amerika-Haus vor gar nicht allzu langer Zeit eine Ausstellung, die hieß Trans. Und da ging es um transatlantische Bewegung des Trans-Konzeptes. Und da haben wir versucht anhand, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen akademisch abgehoben, ist es gar nicht, da haben wir versucht, die Pfade nachzuzeichnen, wie die Sexualwissenschaft, die in Deutschland oder in Europa hier sozusagen begründet wurde, die sexuelle Diversität, dann mit den, sagen mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten eigentlich theoretisch in die USA geht, mit Harry Benjamin, mit Alfred Kinsey und dann über diesen Umweg über Holland und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückkommt nach Deutschland. Und so ist die Sexualwissenschaft sozusagen eine Kreisbewegung. Das vielleicht noch eine zweite Einsicht, dass also Hirschfeld in gewisser Weise doch wieder angekommen ist. Was für ein schöner Abschluss. Aber es ist nicht ganz ein Abschluss, weil Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, auch Ihre Fragen zu stellen. Und ich kann Sie dazu nur ermutigen, sich zu melden, ne? Wenn wir jetzt hier den absoluten Experten einmal da sitzen zu haben. Vielleicht gibt es ja etwas über die Geschichte der Sexualwissenschaft, über die Geschichte, wie Transpersonen in die Wissenschaft aufgenommen sind, wie Homosexuelle in der Gesellschaft aufgenommen worden sind, was Sie schon immer wissen mochten. Gerne auch zur Ausstellung des Mikro würde zu Ihnen kommen und melden Sie sich einfach. Da hätten wir jemanden. Mein Name ist Ingmar Faul. Mich interessiert. Soll ich noch was Besonderes machen? Dich daran, gut. Also mich interessiert, inwiefern der Kreislauf, den Sie eben beschrieben haben, schon Ansätze in der DDR gehabt hat. Ja, es gibt auch in der DDR eine zögerliche Hirschfeld-Rezeption. Da gibt es einen Protagonisten, den Sie vielleicht im Auge haben, das ist Rudolf Klimmer. Rudolf Klimmer ist ein mutiger Arzt in Dresden, der sich so ein Stück, der auch sagen, der Entkriminalisierung, der eine wichtige Rolle spielt in der DDR und dessen Buch, er hat eine Monographie geschrieben über Homosexualität, die in der DDR nicht gedruckt werden durfte und die dann 1967 in erster Auflage in Hamburg erschien. Das ist ein dicker Wälzer. Ansonsten ist ja die Gesetzgebung in der DDR sagen etwas liberaler gewesen als in der Bundesrepublik. Gleichwohl ist der Umgang mit Homosexuellen als soziale Minderheit sehr restriktiv gewesen. Das ist so eine große Ambivalenz. Sie wissen, dass 1952 der alte Paragraph, der alte Weimarer Paragraph in der DDR wieder weiter gegolten hat, während in der Bundesrepublik der verschärfte NS-Paragraphen in Kraft geblieben ist, der nicht als nationalsozialistisches Unrecht anerkannt wurde.
Und 68 wird in der DDR der Paragraph gestrichen, 69 wird er in der Bundesrepublik abgemildert. Und erst 1989 kommt es dann zur endgültigen Tilgung in der DDR. Und 94 wird dann im vereinten Deutschland dann dieser Restparagraph abgeräumt. Aber Sie fragen nochmal zur DDR. Sexualwissenschaften der DDR hat noch marginaler. Eine ernstzunehmende Sexualwissenschaft beginnt eigentlich erst im Kontext der Ehe- und Sexualberatung. Dort sagt ihm vielleicht Schnabel etwas, dort sagt ihm vielleicht Lüger-Arsin etwas. Das sind Sexualberater, die in den Ehe- und Sexualberatungsstellen in der DDR gearbeitet haben. Und wo wiederum aus diesem eher sagen, reformerischen, wenn man das so bezeichnen darf, Kontexten Sexualwissenschaft entsteht. Was ich jetzt ein Stück umgangen habe und vielleicht was auch nicht ganz gerechtfertigt ist, in der Bundesrepublik gibt es natürlich auch über die NS-Zeit eine Tradition, die höchst problematisch ist. Wir haben erst sozusagen in den letzten Jahren auch erfahren über Bürger Prinz beispielsweise und seine NS-Vergangenheit. Er ist ja einer der Steigbügelhalter der jungen Sexualwissenschaft in Hamburg gewesen. Und also dort hat die Sexualwissenschaft in der Nachkriegszeit ja immer auch nochmal, sagen, dieses Erbe der Psychiatrie. Und wenn Sie da an das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses denken, mit all seinen furchtbaren Folgen, sagen, einen sehr dunklen Schatten, der, glaube ich, bis heute nicht restlos aufgearbeitet ist. Dort gibt es erst die kritische Sexualwissenschaft, die dann mit Sigusch, Dannecker, Reiche, sich aus der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer in den 70er Jahren etablieren, die dann sagen, auch abräumen, aber die sich von dieser Vätergeneration, von Bürger, Prinz und Giese eigentlich nie richtig lösen können. Aber egal, Sie haben noch weitere Fragen. Ja, genau. Robert Felix ist mein Name. Vielen Dank für den Vortrag. Ich würde mich dafür interessieren, wie das Buch von Magnus Hirschfeld, das er im Exil geschrieben hat, sozusagen, in dem Rassismus thematisiert wird, aber auch durchaus sozusagen, er das in Kontext bringt, auch mit Homofeindlichkeit, wie das angekommen ist, was so da vielleicht auch sozusagen die zentralen Elemente waren, die dann auch letztlich so Nachwirkungen hatten. Das würde mich da interessieren. Ja, Hirschfeld war ja sein Leben lang, Frau Puls hat es ja vorhin erwähnt, das geht ja los so mit dem Antisemitismus und der Homosexualität, das ist ja immer eine ganz enge Verknüpfung gewesen. Wenn Sie an Eugen Düring denken, der die Homosexualität als Judenunsauberkeit schon 1897 mit der BHK-Gründung bezeichnet und als es den Eulenburg-Prozess gegeben hat, Sie haben vielleicht davon gehört, diesen Prozess von Philipp zu Eulenburg-Herdefeld, der Vertraute des Kaisers, der 1907 unter dem Verdacht stand, homosexuell zu sein, Hirschfeld gutachtet. Es gibt einen riesen internationalen Skandal von einer Dimension, die wir uns heute sagen, kein Bild machen. In diesem Kontext tritt Hirschfeld als Gutachter auf, muss sein Gutachten zurückziehen. Ich ziehe das sehr kurz. Und da wird vor seiner Haustür werden Faltblätter verteilt. Die Juden sind unser Unglück, Magnus Hirschfeld. Also Hirschfeld ist sozusagen sein Leben lang mit diesem Antisemitismus, mit seinem Judentum konfrontiert gewesen. Hier in München ist er ja 1920 auf offener Straße niedergeschlagen worden, das wisst ihr alle. Also das ist eine Legende. Und dennoch, und das ist das Spannende, Hirschfeld war ja nicht nur Eugeniker, er hat ja nicht nur an die Lehre von der Verbesserung des gänsefüßigen Menschengeschlechts geglaubt, sondern er hat auch an die Existenz von Rassen geglaubt. Er hat daran geglaubt, dass es Menschenrassen geben würde, aber, und das ist das Interessante, sehr früh, das lässt sich ab 1914, 15 belegen, tritt Hirschfeld vehement gegen die Bewertung der Rassen ein, also gegen die pejorativen, gegen die abwertenden Zuschreibungen mit Rassenstereotypen. Der Jude ist so und so, der Deutsche ist so und so. Und er versucht das. Es ist fast eine Tragik. Es gibt 1933, veröffentlicht er in der Zeitschrift Die Wahrheit, die damals schon in Prag erscheint, eine Aufsatzfolge von 17 Einzelbeiträgen. Das heißt Phantom Rasse, ein Hirngespinst zur Weltgefahr. Und daraus entsteht das Buch Racism, was dann 1938 als
erstes Buch, was den Titel Rassismus im Titel trägt, erscheint. Und dort fordert Hirschfeld in seiner Wissenschaftsgläubigkeit, in einer, man könnte fast sagen, in einer Naivität, die schmerzt, ein Weltgericht, was darüber urteilen möchte, ob es Menschenrassen gibt. Er versucht sozusagen, sich auf eine Position zu retten, dass es so etwas wie eine unpolitische Wahrheit gebe, die über die Frage, ob es Menschenrassen gibt, urteilt. Er selbst sozusagen tritt immer für diese Rassenmischungen ein. Da gibt es viele Beispiele in der Geschlechtskunde, gibt es viele Abbildungen. Gleichwohl glaubt er, wie gesagt, an diese Existenz. Und Sie wissen, Hirschfeld ist ja sozusagen ein großer Adorant gewesen von Ernst Haeckel. Und Ernst Haeckel ist ja einer der Begründer. Sie kennen vielleicht sein philitisches Museum, sein ganz wichtiger Biologe in der Jahrhundertwende gewesen in Jena. Und Sie können heute die Jenaer Erklärung im Netz abrufen. Wenn Sie vielleicht nach Hause kommen heute, geben Sie mal Jenaer Erklärung ein. Gibt es Menschenrassen? Die Jenenser Professoren haben sich vor ganz wenigen Jahren bemüßigt gefühlt, aufgrund dessen, dass Haeckel Jenenser Biologe gewesen ist, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Und sie haben dort eine wunderbare, leichtfüßige, aber sehr präzise Erklärung, warum wir heute nicht berechtigt sind, von Menschenrassen zu sprechen, wissenschaftlich fundiert. Also wenn Sie da Lust haben, mal reinzuschauen. Ich könnte Ihnen das jetzt kurz genetisch erklären, weil ich da ein bisschen geschult bin, aber das erspare ich Ihnen wirklich. Und, aber vielen Dank für die Frage, das war eine wichtige Ergänzung. Vielen Dank. Es kam ja schon mehrfach zur Sprache, dass es am Institut von Hirschfeld eine besondere Häufung von jüdischen Ärzten gegeben hat. Wie würden Sie sich das erklären? Das hat tatsächlich zu tun, dass, wissen Sie, ich habe ein Unterrichtsfach bei den Medizinstudierenden gehabt und da frage ich immer, sagen, es gibt so einen Kontext zwischen medizinischen Fächern und dem Anteil jüdischer Wissenschaftler. Und was glauben Sie, welche Fächer sind Fächer, in denen es besonders viele Juden gibt? Und dann rätseln die Studierenden und dann habe ich ein Seminar mit ihnen über Medizinethik und da taucht Albert Neiser auf. Und Albert Neiser ist ein Venerologe gewesen, ist der erste Professor für Venerologie gewesen, ein jüdischer Arzt gewesen, der in Breslau gearbeitet hat. Venerologie ist ein Fach, was sich sozusagen mit einer Krankheit befasst, mit Geschlechtskrankheiten, mit denen sich eigentlich kein Arzt gerne beschäftigt. Also sozusagen ein Fach wie die Sexualwissenschaft, so ein Schmuddelfach. Die Psychiatrie ist so ein Wackelkandidat. Die Psychoanalyse ist auch so ein schwieriges Fach. Selbst die Kinderheilkunde, die Pädiatrie ist traditionell, kommt aus einer jüdischen Tradition. Und es gibt die sogenannten kleinen Fächer, die wenig Prestige haben. Sie werden unter den großen Chirurgen, unter den großen Physiologen, Remarque ist der erste habilitierte Physiologe, finden Sie kaum jüdische Wissenschaftler. Die Juden hatten ja Schwierigkeiten in diesem akademischen Betrieb. Sie konnten ja keine Professoren werden, sie konnten nicht aufsteigen. Und sie sind ausgewichen in die kleinen Fächer. Und die kleinen Fächer sind sozusagen die neu entstehenden Fächer im 19. Jahrhundert. Die Frauenkunde, die Gynäkologie gehört dazu. Das ist das eine Moment. Aber bei der Sexualwissenschaft, glaube ich, gibt es noch ein zweites Moment. Und das hat etwas mit Diskriminierungserfahrungen zu tun. Also mit der Erfahrung von Ausgrenzung. Also wenn man sich mit sexuellen Minderheiten, also mit einer sozialen Minderheit beschäftigt, ist man, glaube ich, eher in der Lage, das zu tun, aus einer Erfahrung selbst auch einer Minderheit zuzugehören. Das ist möglicherweise eine bisschen wackelige Erklärung. Die erste Erklärung ist eigentlich eine, die relativ gut etabliert ist. Und tatsächlich ist es so, und Hirschfeld hat viele, sagen auch Leute aus seinem mehr oder weniger privaten Umfeld an das Institut geholt. Also die, sagen im weitläufigen Sinne von, das sind Studienkollegen, das sind Verwandte und Bekannte gewesen, die ihm sozusagen mehr oder weniger vermittelt wurden. Wie sieht's aus? Haben wir noch weitere Fragen? Da hinten meldet sich doch gleich jemand.
Danke. Albert Knoll vom Queeren Archiv in München. Ein paar Bücher aus Hirschfelds Institut sind ja auch in München gelandet. Und ich komme jetzt zum Thema Bücherverbrennung, beziehungsweise was auch gerettet wurde. Und das war Frau Pulz' Frage auch mal gewesen, die Sie noch nicht so ganz beantwortet hatten. Wie kommt es über Hirschfelds chinesischen Lebensgefährten praktisch dazu, dass, erzählen Sie doch diese Geschichte bitte auch noch, dass ein paar Bücher doch tatsächlich gerettet wurden. Es gibt, mehrere Geschichten. Eine vielleicht ganz kurz, das ist auch wichtig zu wissen, denn das ist bereits historisch belegt, dass ein Großteil seiner Bücher aussortiert wurden und über ein Wiener Auktionshaus auktioniert wurden. Also die Bibliothek umfasste etwa 40.000 Bände. 8.000 Bände davon sind definitiv auktioniert worden. Und wir können davon ausgehen, dass der Rest nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet ist. Das dürften zum großen Teil Archivbestände gewesen sein, lose Blattsammlungen gewesen sein. Also es sind natürlich auch Bücher dabei gewesen, überhaupt keine Frage. Es gibt natürlich dann noch kleine Geschichten. Ein Teil, das berichtet Hirschfeld selbst, wurde von einer Freundin, Margarete Dost, wurde als Strohfrau angekauft. Denn über diesen Auktionär, über diese 8.000 Bücher, von denen ich sprach, hat sozusagen eine Freundin von Hirschfeld wieder Bücher zurückgekauft. Aus Hirschfelds Geld kauft er sozusagen seine eigenen Bücher wieder. Und dieser Teil kommt nach Paris, geht nach Frankreich. Und er lebt ja mit einem jungen Mann im Institut, Karl Giese. Den sehen Sie oben vor dieser Zwischenstufe stehen, wie er dem Publikum erklärt. Und das ist der erste belegte Lebensgefährte. Aber er bringt von seiner Weltreise einen zweiten Lebensgefährten mit, Li Shutong, einen jungen Hongkong-Chinesen aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Und Hirschfeld hofft ja, dass er diesen Li, Tao Li, sein Nickname, sein Spitznamen, zu seinem Nachfolger aufbauen kann. Das glaubt er ernsthaft, das schreibt er in seinem Testament. Ich hoffe, dass ich in ihm meinen Nachfolger gefunden habe. Und Tao Li, mit ihm teilt er sagen die Zeit im Exil. Und Hirschfeld stirbt ja dann, er geht nach Paris, versucht sein Institut neu zu gründen. Das wird ein Desaster. In Frankreich sind die moralischen Bestimmungen und gesetzlichen Bestimmungen ganz andere. Außerdem wird seine Approbation nicht anerkannt. Das wissen Sie, deutsche Approbation, obwohl das eine der besten Medizinerausbildungen weltweit war, wurden nicht anerkannt, weil die Franzosen genauso wie die Amerikaner und die Briten natürlich die Konkurrenz gefürchtet haben durch die ganzen jüdischen Ärzte, die da plötzlich den Markt überschwemmen. Und Hirschfeld leiht sich sozusagen die Approbation eines Studienfreundes, Edmund Zammert, und er kann das Institut gründen, aber es funktioniert überhaupt nicht. Und er geht dann relativ schnell nach Nizza, wo er stirbt am 14. Mai, am 67. Geburtstag 1935. Und dann verlieren sich die Spuren von Tao Li. Und Tao Li, also Li ist ein Name, wenn Sie, ein chinesischer Name ist ungefähr wie Meier in Deutschland. Und wir hatten dann immer gesucht nach Tao Li in Hongkong, reiche Familie und irgendwie völlig vergeblich. Und dann kommt die Story, auf die Albert Knoll anspielte. Mein Kollege Ralf Dose findet, ich glaube es war 2002 oder 2003, das World Wide Web war gerade sozusagen im etablieren begriffen, da findet einen Eintrag im Netz, Does anyone know a Mr. Hirschfeld? Und dieser Eintrag war aus Ende der 90er Jahre. Und Ralf ist ein Tüftler. Der hat rausgekriegt, dass dieser Eintrag von einem Mann aus Vancouver namens Adam Smith stammt. Adam Smith ist ungefähr so häufig wie Tao Li oder wie Müller-Meyer-Schulze. Er hat es tatsächlich geschafft, Adam Smith ausfindig zu machen. Und jetzt kommt wirklich die Sensation. Adam Smith war der Housekeeper in dem Haus, in dem Tao Li gestorben ist, 1995. Wir hätten also Tao noch kennenlernen können. Und die Familie Li wusste aber nicht, der Onkel Tao war immer irgendwie eine schräge Figur, der fürchterlich gescheitert ist. Der hat versucht, sozusagen diese Nachfolge von Hirschfeld anzutreten. Er hat in Zürich studiert, es ist ihm nichts gelungen. Er hat ein Konvolut hinterlassen, also diese Hirschfeldsche Lehre weiterzutragen, egal. Das alles wurde auf einem Berg vor diesem Haus geschüttet, vor der Wohnung. Und Adam Smith als Housekeeper sollte das ganze Zeug
in einen Container befördern. Und er hat gedacht, also das hebe ich auf und wollte fragen, wer ist denn dieser Herr, dessen Totenmaske, dessen Tagebücher ich hier oder Tagebuch ich hier habe? Und jetzt sozusagen kommt die große Überraschung, Adam Smith vermacht uns all das, was er sozusagen im Rappisch gefunden hat, der Hirschfeld-Gesellschaft, und wir kriegen denn wirklich den Koffer, den er in Berlin gelassen hat, nicht nur sprichwörtlich, sondern im tatsächlichen Sinne mit all diesen wunderbaren Habseligkeiten von Hirschfeld und auch einer Teile seiner sagen, geretteten Bibliothek mit einigen Büchern, ja, die sozusagen so über uns wiedergekommen sind. Wir haben auch verschiedene angekauft aus unterschiedlichen Beständen und es ist schon mittlerweile eine beachtliche Zahl zusammengekommen. Aber das ist vielleicht die Geschichte, auf die du angespielt hast. Ja. Und so gibt es wieder neue Geschichten und immer neue Geschichten. Jetzt diese Geschichte in Hamburg ist sozusagen wieder eine Geschichte, dass dort ein kleiner Bücherstand auf einem Trödelmarkt stand, die vor allem diese Fragebögen aus dem Hirschfeld-Institut vertrieben haben, also verkauft haben. Und ein Journalist, er wusste gar nicht, was er an Land gezogen hat, nimmt diese Broschüre oder kauft zwei dieser Broschüren, ruft letzte Woche in der Hirschfeld-Gesellschaft an und sagt, ich habe hier etwas, wisst ihr, was das ist? Und wir uns fallen sozusagen die Ochs und Achs und er hat sie für 10 Euro erstanden. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Inhaber des Standes, um den Rest kaufen zu können. Also die Geschichte geht weiter und wir berichten weiter darüber. Vielen Dank. Das ist echt eine Wahnsinnsgeschichte. Gibt es denn noch eine Frage? Sieht nicht so aus. Dann finde ich auch, dass das eine gute Abschlussgeschichte war, hoffnungsgebend für die Zukunft auf jeden Fall. Ich danke allen Menschen, die hier waren und so aufmerksam zugehört haben. Ich danke natürlich vor allem Herrn Rainer Herrn für das spannende und aufschlussreiche Gespräch. Ich möchte noch mal kurz auf die Ausstellung hinweisen, die jetzt noch bis zum 21. Mai läuft. Wer da keine Zeit hat, reinzugehen. Es gibt auch ein ganz tolles Online-Storytelling, durch das man sich mal so schnell durchklicken kann. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich kann natürlich empfehlen, dass man das Buch von Herrn Rainer Herrn draußen steht, Der Liebe und dem Leid, das Institut für Sexualwissenschaft 1919 bis 1933. Es ist wirklich ein ganz besonderes Buch und damit verabschiede ich mich und hoffe, dass Sie noch einen angenehmen Abend haben.